Hey Leute, ich freue mich gerne über ein Abo, Like oder Kommentar. Abonniert einmal meinen Kanal, dann seht ihr immer die aktuellsten Videos. Fast schon Pokébälle. Und fast 6000 bekommen. Hast du die Eier zu irgendeinem Kurs verkauft oder Ja, normal? 1 zu 7. Und das Spiel müsste Millionär wissen, dann hast du es, oder? Nö, wenn ich keine Lust mehr habe. Oder wenn ich das Internet lösche. Du wolltest ja schon mal spielen. Hast du ja Spaß, einen neuen Spielstand anfangen? So, diese werde ich jetzt mal zur anderen Sau hinterbringen, genauso wie die eine. Leere, die da ist. Mein Spielstand mit der Knete, die ich habe, da wäre ich ja lebensmüde. Ja, dann halt jetzt ein Druckmittel gegen dich. Ich habe fast 100.000, 100.000 auf dem Konto. Ah, für was schreibe ich denn? Irgendwie was Freischalter werden. Nur gleich ein bisschen weniger, weil ich ja noch was bauen möchte. Aber jetzt kriege ich ja dreifach, vierfach, fünffach wieder raus. Hast du gesehen, dass dann später noch verschiedene Rinder, Schafe, Ziegen und so kommen? Ja. Rinder, Schafe, Ziegen. Ja, das wird dann Spaß. Das wird ordentlicher Spaß werden. Ich hätte noch bewusst sein sollen. Ja, und Pferde. Ja, ich muss auf jeden Fall gleich mal schlafen gehen. Ist das schon 2031? Und am nächsten Morgen werde ich dann noch mal was machen müssen. Schlafen kann ich hier drüben. Gute Nacht. Gut. Dann wollen wir mal. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das jetzt so funktioniert alles. Lauter tote Tiere, selbst außerhalb des Hofes. Oh, Mann! Tote Tiere, der Film, der Film außerhalb des Hofes. Fahr doch mal. Mann, ey, der hat ja eine Power, der LKW, der hat bestimmt noch 50 PS. Ich habe noch nie LKW gesehen, der dann erstmal so abgeht. Oh, ich krieg die Kurve nicht mit dem LKW. Super. Dann wollen wir erstmal hier Geld ausgeben. So, Metall. Dann Holz. Gut, Warenkorb.
Dankeschön. Und trotzdem auch noch genug drauf. Gut. Habe ich schon erwähnt, dass wir eine Katzenklappe in den Türen brauchen? Wir brauchen neue Türen. Okay. Ey, geht jetzt schon wieder los hier? Stell dir mal vor, wir hätten vor dem Umzug noch alle Wände gestrichen. Ich glaube, dann wären wir jetzt echt pleite. Ja. Ich habe nur zwei kleine Eimer Ichi-Weiß gekauft von Obi. Und das war's. Davon ist bei einem noch die Hälfte übrig. Nee, ich meine hier in der Wohnung. So, hier muss man ja nicht machen. Die Küche gelb. Im Kinderzimmer hellblau und rosa. Es gibt ja solche Leute, die das machen. Ehrlich gesagt hätte ich schöne gefunden. Aber ganz im Ernst, ich weiß nicht, ob das jetzt unsere letzte Wohnung ist, erstmal. Aber ich hoffe, dass wir jetzt die nächsten 5 Jahre nicht umziehen. Naja, ich fühle mich hier in dieser Wohnung wohl. Die Echt? Gegend ist super. Ey, das müssen wir noch dran gewöhnen. Wie gesagt, die Gegend ist super. Ich will die Katze schon wieder holen. Ja, die Katze nervt ein bisschen. Ich glaube, die sucht den Kater, aber sicher bin ich mir nicht. Ach, ist aus dem Fenster gesprungen, der Kater. Wirklich? Nein. In die rein oder raus? Die haben Trockenfutter bekommen. Die meckern immer wegen Futter rum, obwohl das Futter vor ihrer Nase liegt. Nein, da ist so wenig Futter auf dem Teller. Katzen. Und da war 3,5 Gramm mehr. Und dann bitte nur Purina. Oder Felix, davon werde ich auch. Oder Felix, Whiskas kannst du dir irgendwo hinschmieren. Das Ist wäre mir aber Premium zu billig. zweiter Wahl. Jetzt haben wir das Mittelklasse-Futter aber nun wirklich probiert. Jetzt wollen wir aber mal das High-End-Futter. Also der LKW, da lohnt sich wirklich hier. Könnt ihr nicht mal Futter kaufen für 85 Euro pro Gramm? Nur dieses Mittelklasse-Essen nicht. Der LKW lohnt sich wirklich. Klar, das Beladen ist ein bisschen doof hier. Jetzt aber, man kriegt dafür auch gleich mehr weg. Und man hört einen Typen stöhnen. Wie stöhnt dann als die Frau? Quick, quick, quick. Ah. So eine Frau, oder? Ja, ich bin eine Frau. Ich hab gesagt, du brauchst wohl eine Frau. Achso. Ey, du nervst. Was ist denn los? Das kann das Baby fressen oder was? Soll ich mitkommen? Nicht, dass er auf dem Balkon ist. Im Ernst jetzt? Weiß ich nicht, war voll auf dem Balkon. Nicht, dass er sich irgendwie rausgeschlichen hat hinter mir. Gut. Jo. Ich bin hier echt der Handwerker vom Feinsten, aber ich brauche so viel Holz. Bei dem, was da jetzt noch an den Schränken und so weiter, nehme ich das gleich als Vorratsteil hier.
Ja.